Kimmst du mit? Ich mag die. Ich hab nicht verstanden. Moin, moin. Und? Wie lief der Klönschnack? Du bist schon eine ganze Zeit am Babble. Hanoi, wo ist das? Sag mal's nochmal. Küste Hücknet, Küste Moje. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu dieser Challenge, nämlich zu einer Dialekt-Challenge. Ich werde dir in diesem Video einige deutsche Dialekte anhand von Beispielsätzen vorstellen und du darfst raten, um welchen Dialekt es sich handelt. Schreibe mir am Ende sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob du alle Dialekte richtig erraten hast und ob du auch verstanden hast, was die Leute jeweils gesagt haben. Für dieses Video habe ich einige meiner Freunde gebeten, in ihrem Dialekt zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Video und bin schon gespannt auf dein Ergebnis. Hast du eine Meise? Das ist ein Schmarrn. Obacht! Kennerin, Zäun bitte! Das ist ein feines Schmankerl. Kimmst du mit? Ich mag die. Das war bayerisch. Genau. Ich komme ursprünglich aus Bayern, deshalb kann ich das auch ganz gut imitieren. Hast du das erraten? Wir laufen heim. Ich hab nicht verstanden. Na, das glaub ich gleich. Das war sächsisch. Du bist ein echter Bambix. Ist so. Jetzt mal Butter bei der Fische. Bist du angetüdelt? Digga, lass mal daddeln gehen und uns danach das Spiel an der Kaffeeklappe ankicken. Moin, moin. Und? Wie lief der Klönschnack? War gut? Mein Moos ist ganz kalt und ich bin mit meiner Zeit total ins Tüdeln gekommen. Dieser Dialekt wird in Hamburg gesprochen. Das war hamburgisch. Küste Hücknet, Küste Moje. Wat nix kost, dat is nix. Pass op, wat es sess. Das war Kölsch. Hast du es richtig erkannt? Und hast du die Sätze verstanden? Du musst mal unbedingt während der Aschebisch ausleeren. Du bist schon eine ganze Zeit am Babble. Kannst nicht mal de Mol, de Schnutholde. Jetzt spiel ich auch nicht de beleidigte Leberwurst. Das war, genau, hessisch. Hast du den Dialekt erkannt? Ich frage mich, ob den Sommer, denn dann feuer ich mit meiner Familie an das Meer. Ich stehe in der Küken und habe keine Ahnung, was ich von da gekurken soll. Vernomde ist ein Krautwohnfest in der Stadt. Dort riepe ich mich mit meinen Freunden tön feuern. Pass auf, was denn hier los? Das haben wir hier nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin's. Ich hätte ja einen Kaffee mit Milch. Das war berlinerisch. Hey, Samantha, ich grüße dich. Du kommst du heute um 7:45 zur Krumme Brücke. Na, können wir dort miteinander vespra. Wo ist das? Hat Krumme Brücke. Weißt doch nur, oder? Kennst doch. Hanoi, wo ist das? Sag mal's nochmal. Das ist auf dem Marktplatz, wo wir schon mal Maultasche gegessen haben. Ja, jetzt ist es mir klar. Um 8? Hanoi, um 7:45. Dann können wir um 8 essen und dann sind wir zur Sportschau wieder daheim. Jetzt habe ich's verstanden. Also, dann sehen wir uns. Dieser Dialekt war Schwäbisch. Richtig. Tag. Tag auch. Tschüss. Hau rein. Und wie ist? Muss. Selbst? Ja, auch. Boah, ey, hast du das gesehen? Wo bist du? Was machst du? Was willst du? Hör mal, was soll das? Wie kommst du nach Hause? Ich fahre mit der Bahn, aber ich fahre nicht nach Hause. Ich fahre nach dem Opa hin. Das war eindeutig Ruhrpott-Deutsch. Das heißt, ein Dialekt aus dem Ruhrpott. Heute Morgen zum Frühstück hatte ich ein Brötchen mit Klatschkäse und Marmelade. Das war rheinisch. Ich han die Freck. Kann ich etwas Kleines zum Schnäke han? Mach mal dapper, sonst kriegen wir gleich Huddel. Im Garde backst de Betzeier
drunter und drüber. Ich han dich gehre. Im Saarland spricht man Saarländisch. Und das war genau dieser Dialekt. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Challenge absolviert. Und hast du alle Dialekte erkannt? Schreibe mir das gerne in die Kommentare, auch wenn du vielleicht nicht alle erkannt hast. Und lass mich auch gerne wissen, ob du die Sätze verstanden hast. Ich finde das nämlich auch ganz schön schwierig, die verschiedenen Dialekte zu verstehen. Also es geht wahrscheinlich nicht nur dir so, sondern auch mir als deutsche Muttersprachlerin. Wenn dir das Video gefallen hat und für dich hilfreich war, dann gib ihm gerne ein Gefällt mir und abonniere meinen Kanal Richtig Deutsch Sprechen und aktiviere auch die Glocke, ding, 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 damit du immer die neuesten Videos jede Woche von mir erhältst. Ich unterstütze dich nämlich jede Woche dabei, deine deutsche Aussprache zu verbessern und die deutsche Sprache besser zu verstehen. Einen wunderschönen Abend, bis ganz bald und denk immer daran, du bist wertvoll und die Welt braucht dich.